Was da drauf ist, möchte ich noch nicht schauen. Ich möchte mich erstmal umsehen. Oh, ein Klo. Das Klo. Das Klo. Jeder freut sich, eins zu haben. Jeder Popo sowieso. Das Klo. Das Klo. Bist du traurig? Nee. Hast du keines, bist du traurig. Hast du eines, bist du froh. Ja, warte, ich schau mir nochmal ein bisschen um. Da kann man sich hinsetzen. Also einer, wie gesagt, es kann natürlich die Möglichkeit sein, dass, wie gesagt, er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Dass er einerseits halt, wie gesagt, Kinder entführt, ne, und halt dann, ne, Kinder umbringt. Mit diese Origami-Figuren dann hinlegt und so. Und diese Orchidee. Und mit seiner anderen gespaltenen Persönlichkeit halt quasi, weil er auch seinen Sohn verloren hat, quasi jetzt den anderen verloren hat, versucht jetzt den zu retten, indem er sich selber quasi bestraft, sich selber Tests ausdenkt. Das kann natürlich auch sein, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber wer sollte es sonst sein, wenn nicht er? Ich habe bis jetzt keinen Plan. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und vor allen Dingen, es beobachtet uns ja einer. Es weiß ja jemand immer, wo wir sind. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Was? Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Willst du mich verarschen? Fünf Minuten, um den Finger abzuschneiden? Womit denn? Warte mal, da liegt eine Axt. Oh Gott. Sollten hier Spoiler gleich auftreten im Chat, gehe ich in den Sub-Mode. Ne, sollte das so sein? Dann wird der Chat. Erstmal beruhigen. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Ja, mach mal keinen Stress. Alter, das ist ja noch schlimmer wie bei Until Dawn. Alter, ich könnte das nicht, ganz ehrlich. Ich könnte das nicht. In echt, ich könnte das nicht. Mal beruhigen. Alter. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Survival. Oh, Alter. Hallo, der Timer läuft noch, warum? Ich hab's doch getan. Wo ist meine Belohnung? Unter dem Tisch. Unter dem Tisch.
Ich habe keinen Finger mehr. Na toll, unter dem Tisch. Hätte ich das gewusst. Ja gut, aber das weiß ich ja vorher nicht, ne? Das ist ja das Problem. Ach du Scheiße. Aber das ist eine Frauenstimme, ne? Auf dem Dings immer. Könnte das jetzt doch schon ableiten, oder? Theoretischerweise. Weil so viel Straßen mit Rose gibt's doch nicht, oder? Also ich weiß es nicht, ich vermute es. Alter. Erinnert mich ein bisschen an Saw, muss ich sagen. Boah, ist schon vor langer her, wo ich es gespielt habe. Wie gesagt, ich glaube 2012, 2013 oder so, glaube ich, war es gewesen. Das ist schon ewig her. Gott, oh 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 Gott. Roosevelt Street vielleicht, aber wenn es davon mehrere gibt. Ja, das könnte natürlich sein. Aber es muss ja in dem Stadtbezirk sein oder in dem Ortsteil, denke ich mal. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Oh nein. Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich wissen. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Aie, aie, aie. Macht sie also doch Sorgen um ihn? Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Ah, okay. Sie weiß es also, dass die Polizei da Scheiße. Ist, hat sie wahrscheinlich gesehen. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Na, wie kann ich denn hier... Hallo, wieso läuft's denn irgendwo da hin? Komm, 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 komm. Mann! Ich glaub nicht, dass er es ist. Ich glaub's nicht. Ich kann's mir nicht vorstellen. Weil er wird sich doch nicht selber so wehtun. Ich glaub nicht, also ich... Scheiße, wo ist denn hier ein Ausgang? Mann. Da geht es nicht raus. Ja, schön. Ja, aber wo ist denn hier ein... Was ist mit der Kiste hier? Kann ich mit der Kiste irgendwas machen? Nee. Hä? Ja, aber vorne bin ich noch... Hä? Es gibt nur hinten die Tür und vorne die Tür. Hä? Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Sind noch da. Wir müssen anders raus. Ja, schön. Aber wie? Hä? Ah, hier vielleicht. Okay, das mit Controller bewegen und Kabel dran ist ein bisschen schwierig. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. So.
Bist du wohl? So lange würde ich nie im Leben warten, ganz ehrlich. Scheiße! Es ist zu hoch. Ja, da steht doch eine Kiste. So. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er das ist. Okay, also wenn er eine gespaltene Persönlichkeit hat, das ist es krass. Dann ist es echt krass. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Komm. Mach die scheiß Scheibe auf, Mann! Los, hier entlang. Ja, komm. Komm, beeil dich, Mann. Beweg dich. Na, lauf! Ich stehe bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht! Hände hoch! Oh, Scheiße! Komm! Ein Mann und eine Frau kommen aus der Gasse. Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Oh Gott, wo müssen wir hin? Okay, in die U-Bahn. Die U-Bahn. Okay. Das heißt, wir sollten uns echt beeilen. Komm ich hier. Komm ich hier lang? Nein, natürlich nicht. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Oh Gott, ist das spannend. Gott, ist das alles aufregend, ja. Und wie? Ja, was ist durchmachen? Ja. Was er durchmachen muss für sein Kind. Das stimmt, deswegen meine ich ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass der so eine gespaltene Persönlichkeit hat, dass er sich so weh tut. Oh Gott. Menschenmasse. Oh Gott. Das kann er ja überhaupt nicht. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, Sie kommen. Oh Gott. Wir müssen da durch. Wie kriegen wir den jetzt da durch, ohne dass er abnippelt? Oh oh. Ja, geh doch da durch. Hallo? Wieso gehen die nicht da durch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Tja, zu spät. Oh nein, die U-Bahn ist weg. Kommt da noch eine andere? Oh Gott, ist das spannend. Na, hallo? Mann, geh doch an die Seite! Das gibt's doch nicht, Alter! Es ist mir egal. Gott. Oh, der Zug. Oh, oh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm. Mann, komm rauf. Wow, Alter. Los. Wir müssen in die Bahn. Ja, dann gib Gummi. Alter. Boah. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Boah.
ist. Mir fehlt die Stimme, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Vor einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Ich habe Hunger. Polizei? Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Also doch, oder wie? Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten! Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Bitte, Madison. Gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Warum? Warum ist er... Ich muss das alleine durchziehen. Warum ist er so stur? Oh, ich könnte so kotzen. Ich könnte ihn so rechts und links eine schmieren. Warum ist er so stur? Alter. Warum ist er so unheimlich stur? Ich glaub das nicht. Mein Gott. Weil nur reiner Zufall, dass sie gekommen ist. Sonst wäre er nämlich verhaftet worden. Unglaublich, der Kerl. Ehrlich. Aber wenn er noch von zwei gespaltenen Persönlichkeiten redet, dann könnte es echt hinkommen. Dass er der Killer ist, aber das... ich weiß nicht. Na, da hatten wir ja schon reingeguckt. Ich dachte, wir hätten noch eine andere Kleidung irgendwie, die wir jetzt anziehen können. Ja... Gucken wir mal. Prüfung 5 wäre das jetzt, ne, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist es 5? Ich glaube ja, ne? Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Braid Silver 6784 Load Road Lexington. Erledigen Sie ihn. Schicken Sie ein Bild. Holen Sie sich Ihre Belohnung. Was?
Ich bin sehr gespannt. Oder er bildet sich das nur ein wegen seiner Schuldgefühle. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich möglich.